vorbei, Herman. Echt jetzt? Und damit, moin Leute. Hast du letztes Mal auch gesagt? Ich will dir nichts tun. Mach dich nur langsamer. Wow, wie überaus. Fett. Wofür ist das Geld, Herman? Warum fragst du? Keine Ahnung. Ich wollte nur höflich mit dir plaudern. Genug geplaudert. Hab dich. Jetzt plaudern wir. Ich sagte, genug geplaudert. Sorry. Im Ernst, Herman? Warum wieder der Mist? Du weißt, dass die Polizei dich im Auge hat. Gut, wir alle wissen, dass du dämlich bist. Aber doch nicht so dämlich. Du musst echt verzweifelt sein. Das heißt, dass du nicht für dich selbst klaust. Du arbeitest mit jemandem zusammen. Oder für jemanden. Sag mir jetzt, wer es ist. Oder ich prügle später aus dir raus. Deine Wahl. Na, komm schon. Beeilung. Doch, da haben wir ihn wieder. Persönlichkeit. Aber dein Anzug ist der Hammer. Gib mir mal Designtipps. Und später. Okay. Ja, herzlich willkommen. Gut gemacht, Spider-Man. Was über seine Motive rausgefunden? Hab's versucht, ist aber eher schweigsam. Außerdem hasst er mich wohl. Das geht irgendwie vielen Leuten so. Aber du magst mich, stimmt's, Yuri? Ich ertrage. Oh, belastend. Das ist das Beste, was du je zu mir gesagt hast. Ich glaube, es wird Zeit für einen Anzugwechsel. Ich habe wohl ein bisschen Zeit. Ich könnte jetzt die Maske untersuchen. Oh, es ist MJ. Hey MJ, du bist noch spät auf. Ich habe gerade die Nachrichten gehört. War wohl ziemlich spannend mit Shocker heute Abend. Ja, er war ungewöhnlich aggressiv. Egal, danke nochmal für das Essen. Was schulde ich dir? Vielleicht dein Gefallen? Du hast noch die Maske aus der Galerie. Ja, ich bin gerade auf dem Weg zum Feast Center, um sie Martin Lee zu zeigen. Martin Lee? Warum? Er hat einen Abschluss in Kunstgeschichte. Wenn irgendjemand etwas über die Herkunft der Maske weiß, dann er. Halt mich auf dem Laufenden. Das könnte eine Riesensache sein. Und ich will die Story aufdecken. Klar. Und ich kann dich immer anrufen? Ja, jederzeit, aber sicher. Es dämmert. Mr. Lee wird bald hier sein. Jetzt habe ich erstmal Hunger. Na, dann gehen wir rein und essen ein Stücken. Oder essen hier draußen ein Stücken. Geht ja auch. Um die Zeit ist Mr. Lee im Büro. Gehen wir ins Büro? Ist auch nichts dabei. Komm, gehen wir rein. Peter! Kann ich dir helfen? Tut mir leid, Sie zu stören, Mr. Lee. Meine Freundin Mary Jane, sie ist Reporterin. Sie schreibt eine Story über Kunstimporte und hat da dieses Stück und wollte eine Expertenmeinung dazu. Und ich weiß, Sie haben Kunst studiert. Und zum ersten Mal könnte mir das wirklich etwas nützen. Dann zeig doch mal her. Interessant. Wo hat sie das her? Ich bin mir nicht sicher. Warum? Was ist das? Die Kopie einer antiken chinesischen Opernmaske. Eine habe ich lange nicht gesehen. Dieses Symbol hier heißt so etwas wie Dämon. Dämon?
Mein Vater hat mir Geistergeschichten mit dieser Maske und dem Symbol erzählt, als ich klein war. Haben mir einen heiden Schrecken eingejagt. Ja. Peter, hör zu. Diese Maske könnte mit gefährlichen Leuten zusammenhängen. Mary Jane sollte sich eine andere Story suchen. Denken Sie, sie ist in Gefahr? Ich weiß es nicht. Warum es riskieren? Ja. Würde ich auch so sagen. Aber wir sind Spider-Man. Wir müssen es riskieren. Das Symbol in der Maske bedeutet Dämon. Mr. Lee hat sich total erschreckt. Hab ihn noch nie so gesehen. Er meinte, du solltest die Story sein lassen. Pustekuchen. Glaubst du, Mr. Lee weiß mehr, als er zugibt? Nein, das war wohl nur ein schräger Flashback oder so. Er hatte eine traumatische Kindheit. Ja, ergibt Sinn. Dämonen, ja? Starker Name. Okay, ich muss arbeiten. Bis bald. Also, das lief genau, wie ich erwartet hatte. Ja. Nur anders, ne? Ja, ist schön. Super. Den schon raus. Na, was springt uns jetzt entgegen? Machen wir das noch. Fähigkeitspunkte. Ich hab noch Zeit, bis ich zu Dockins Labor muss. Ja. Dann würde ich sagen, fotografieren wir noch ein bisschen. Ja. Cooles Fenster. Aber ich habe immer das Gefühl, dass da drin irgendwas Seltsames abläuft. Ja, strange. Ich hoffe, wir haben hier irgendeine Straftat, die begangen wird. Eine Story, der Mary Jane nachgeht. Keine Angst, ich pass auf sie auf. Bitte sag mir, dass ihr wieder zusammen seid. Wir reden wieder. Kleine Schritte. Ich hoffe, Mr. Lee ist nicht verärgert. Er ist nur besorgt. Ich war ganz gerührt davon, wie sehr. Ich wusste, er mag dich. Endstation! So, und dann jetzt. Rainer und geschafft. Verstärkung. Das nennt man wohl organisiertes Verbrechen. Der Tag hat sich mir anders vorgestellt.
So viel zur Gang, die nur Zickzack kann. So. Hallo? Peter, hier spricht Dr. Octavius. Oh, hallo, was gibt's? Lance Corporal Sixidu, es geht für eine Abprobe. Das habe ich total vergessen. Also nicht richtig vergessen. Ich habe nur. Ich komme sofort. Die Unpünktlichkeit wird langsam zur Gewohnheit. Mensch Parker, in ihm steckt so viel mehr. Na, oh, er hat recht. Wie kann es schon so spät sein? Jo. Dann haben wir hier noch einen Drogendeal. Hey May, tut mir leid. Wir waren gerade bei Mr. Lee. Es hat ihn doch nicht gestört, dass ich da war. Er ist nur besorgt. Ich war ganz gerührt davon, wie sehr. Ich wusste, er mag dich. Er bewundert deinen selbstlosen Einsatz für andere. Ich glaube fast, er sieht sein jüngeres Selbst in dir. Beide Weisen, beide klug. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Du hast einen guten Boss, May. Ich werde ihn aufrichten. Hab dich lieb, Peter. Gute Nacht. Lass mich am Knast raus. Nur so. Jo. Dann tüten wir die jetzt ein. Drei Bordsteinkante. Und halten, 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 halten. Oh, geschafft. Nichts macht mehr Spaß, als einen illegalen Drogendeal auffliegen zu lassen. Na dann. Gehen wir rein. Wir haben ja auch noch als Peter eine Verpflichtung, ne? Ich glaube, das ist dann aber das Letzte für heute. Wie funktioniert das? Genau wie ein echter Arm. Sie denken an das, was er tun soll. Ja! Hey! Hey! Was soll das denn werden? Die Anlage ist ein Sicherheitsrisiko. Oh nein! Sofort aufhören! Die Ausrüstung ist sehr empfindlich! Das reicht. Ich rufe das Büro des Bürgermeisters an. Peter Parker! Verdammt, wie geht's dir? Wenn man vom Teufel spricht? Mr. Osborne! Oh, bitte. Wie lange kennen wir uns schon? Es heißt Herr Bürgermeister. Sag Norman. Norman. Norman, was soll das hier werden? Die Zuschussvereinbarung beinhaltet strenge Sicherheitsklauseln. Dies ist nicht der erste Verstoß. Das wurde schon geklärt. Von mir? Wir hätten die Ausrüstung längst konfiszieren sollen. Aber ich hatte einen Durchbruch. Danke. Für ihre Dienste an unserem Land. Diese Leute begleiten Sie zu Oscorp Robotics, wo Sie die neueste Prothese erhalten. Kostenlos. Es geht gar nicht um Sicherheitsbedenken, nicht wahr? Ich versuche zu helfen, Otto. Du kannst die Arbeit fortsetzen. In einer sicheren Umgebung. Bei Oscorp. Du warst schon immer der klügste Kopf im Raum. Du hast dich nicht verändert. Kein bisschen.
ich auch nicht. Hey, Peter. Harry kommt Anfang nächsten Jahres aus Europa zurück. Vielleicht könnt ihr dann das Geschäft starten, von dem ihr gesprochen habt. Das ist doch eine tolle Chance. Ganz ruhig. Die haben ja nicht alles mitgenommen. Wir fangen einfach von vorn an. Peter, es gibt kein Wir. Ohne die Zuschüsse der Stadt kann ich sie leider nicht mehr bezahlen. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. Ich rate Ihnen, finden Sie einen neuen Job. Okay. Und wenn ich das nicht will? Ich würde Doc gerne helfen. Ob ich Harry anrufe? Er könnte mit seinem Dad reden. Nein. Norman würde nie auf Harry hören. Wollte sogar die Gelder für seine Forschungsstationen stoppen. Hey, eine der Stationen ist in der Nähe. Mal sehen, wie es läuft, während Harry in Europa ist. Ja. Die Forschungsstation machen wir jetzt aber nicht. Gern zur Forschungsstation hin. Na, komm. 10:31, wiederhole. Schlechte Abdeckung hier. Ich muss mehr Türme aktivieren. Oder wir aktivieren erst den Turm. Weg, schlägt die Stunde der Stümper. Nimm das! Hätten wir das auch geklärt. Kopplung mit dem Turm. Dann machen wir das jetzt noch schnell. Und holen uns und versuchen den hinterher. Ein Überfall. Ist hier der Moshpit? Super! Den Tag hat nicht mehr anders vorgestellt!
Ja, das ging einfach. Ich weiß, ich bin nicht das beste Vorbild, aber man sollte echt keine Leute hauen. Und damit möchte sich Spidey verabschieden und sagt, tschüss, bis zum nächsten Mal.